So, kommen wir zu einem etwas älteren Spiel. Ist wohl ein Horror-Classic. Sollte man gespielt haben als Horror-Fan. Ich habe es noch nie gemacht. Vielleicht habt ihr es auch nie gemacht. Ist schon ein paar Jahre älter. Aber hatte damals einen kleinen Hype gehabt, der Chat. Ja. Ich habe es verpasst. Vielleicht habe ich es auch gespielt, aber ich habe es einfach wieder vergessen. Ich mag ältere Spiele. Also mit alt meine ich jetzt nicht 1900 irgendwas, sondern es kam, glaube ich, 2000 oder 2001, 2000, 2020 oder 21. Das ist schon ein paar Jahre her. Vielleicht haben wir es gestreamt, weil das soll wohl ziemlich gut sein. Und das ist ja schon die Zeit, wo ich eigentlich freitags Horrorspiele mal gespielt habe. Deshalb bin ich mir nicht sicher. Vielleicht habe ich das gespielt und werde es gleich erkennen. Aber ich habe den Trailer angesehen und ich dachte mir, hä, das kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Was hältst du vom neuen Elden Ring DLC? Cool. Macht Spaßi. Kaufen, Spaß haben. Okay. Und das ist wohl, spielt wohl Get into the 64th Apartment of the Deceased Grandfather. Das ist wohl so Sowjet-Digger-Building und du läufst durch so ein Sowjet-Building und es passieren Dinge. Rank mal die Souls-Games. Ich ranke jetzt gar nichts. Kartoffel-Ranking bitte. Normale Kartoffeln. Auf die Eins. Ja, wenn ihr das alle kennt, bräuchte ich das überhaupt spielen? Junge, soll ich jetzt. Ah, hier ist was. Ich komme da aber nicht rein. Damals in der Sowjetunion konnte man nicht kriechen. Kann mich null daran erinnern, das kommt mir bekannt vor. Es stehen halt auf den Türen keine Nummern und ich soll zu 64. Ah, doch, da stehen die. Ah, okay. An den Klingeln. Okay, dann bin ich jetzt hier schon richtig. Hab's mal bei Vic, Gronkh und glaub Cengiz gesehen. Junge, fandest das Game so geil, dass du es bei drei Streamern geschaut hast? Dear neighbors, if you don't stop making noise at night, we will call the police. Straight from the underground! Apartment has long been abandoned. No electricity. Ich bin verloren, ich weiß nicht, wo ich bin. Scheiße, ich sehe nichts mehr. Ach, da. Kann ich nochmal eine Tür aufmachen? Also mir sagt es noch gerade gar nichts. Also ich denke mal, ich habe es nicht gespielt. Hier im Stream. Pick up the family album und leave. Und leave. Leave and get to the chopper. Ja, das scheint wohl die Wohnung von Großpapa zu sein, der nicht mehr lebt. Ich weiß noch, als ich nach Spielen gesucht hatte, habe ich dazu ein Video geschaut, wo jemand darüber erzählt hat, dass es ja so geil ist und man soll das ja gespielt haben und so. Und hat dann in dem Video gesagt, also auf Englisch irgendwie sowas gesagt von wegen,
Also als er das Spiel so zusammengefasst hat, worum es dort geht, so dass das Setting erklärt hat und dann meinte er irgendwie, ja, man ist dann irgendwie unterwegs in so einem runtergekommenen Haus oder so, wo alles kaputt und hässlich ist und so und alle in den Kommentaren, was für runtergekommen, kaputt und hässlich, so sieht's bei uns hier aus. Oh, Sgushionka! Sgushionka, geil, ey. Milchmädchen. Die Wurst liegt hier schon ein bisschen länger. Das Spiel hat asoziale Jumpscares, okay. Der Topf sieht ein bisschen russisch aus. Aber ist das eine Matnitsa? Nee, ne? Matnitsa hat mehr Etagen. Was ist das für eine Wurst? Ich glaube, das ist eine Lendenwurst. Warum liegt da eine Wurst? Ja, vielleicht hat Großpapa die Wurst rausgelegt, wollte sie essen und dann ist er halt gestorben. Da ist irgendjemand. Und wie sah es in Kasachstan auch aus? Auch so? Ich kann mich nicht mehr ganz so krass dran erinnern. Kann sein, dass es auch so ranzig aussah, aber in meiner kindheitlichen Erinnerung sah das alles sehr schön aus. Too dark. Mach doch Licht an. Ja, ich finde keine Schalter. Mach doch Licht an. Ich hab kein Licht mehr. Hier sind halt keine Schalter. Ich würde ja Licht anmachen, aber ich finde keine Schalter. Ich gehe ja bald rein und suche nach Schaltern. Missing Parlor. Aber das ist ein Schlüssel. Da waren zwischen den Türen. Die meinst du die oder was? Das sind die, mit denen ich reingekommen bin. Hier atmet jemand. Wir gehen wieder in den Dunkelmodus, Chat. Onkel Wurfka. Wo hast du hier noch was gesehen an Schaltern? Hier sind keine Schalter mehr. Du verarschst mich. Du willst mich pranken, ne? Aber ich bin prank resistant. Wieso ist da Blut? Mach die Tür am Ende vom Gang mal auf. Tür am Ende vom Gang? Okay. Wieso ist da jetzt auf einmal kein Licht mehr, Chat? Aber hier ist jetzt Licht. Okay. Беломорканал. Главтабак. А, табак. Это wohl Zigaretten. Eine Zigarettenmarke. Boah, der geile Teppich geht hart, Mann. Ich würde auch gerne bei mir so an der Wand so einen Teppich hängen haben. Der geht echt hart. Разбитие ракетостроения
и космонавтики в СССР. Also irgendwas mit Raketenfahrt und Kosmonauten, Digga, in Russland, in der UdSSR. Kommt bestimmt stark als Streamdeck. Nee, das ist nicht im Stream. Da die Wand. Bei mir ist die Wand über meinem Bett recht leer. Ich habe da immer noch gar keine Deko hängen, seit ich mich renoviert habe. Oh mein Gott! Was war dieser Scheiß? Zoom auf dieses Baby. Gitarre spielen? Spiegel funktioniert. Ich bin ein Gobnik. Albums, da sind sie. Da ist Get Out. Da ist kein Album. Opa sagt Get Out. Ich kann spielen. Nimm die Gitarre in die Hand. Din, 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 din. Ich hab den Text vergessen. Waiting for you! Call I'm sick! Call I'm angry! Call I'm desperate for your voice! Listen in. What's used to sing? You remember butterflies, early summer. It's missing on repeat. Das da ist noch zu. Oh, er guckt sich das sogar auch an. Okay. Da fehlen zwei Tasten. Mein Herz schlägt schnell. Der Delay am TV hittet anders. Meinst du zum Chat? Ja, okay, mein Herz. Beruhig dich jetzt. Habe ich einen Bug gerade irgendwie? Warte, ich gehe nochmal rein in den Raum. Weil das ist dieser böse Raum, wo der böse Mann steht. Ich habe einen Bug aktiviert, Chat. Bug aktiviert einfach. Ja, wo gehen wir weiter? Was hat sich Opa für eine Scheiße hier reingezogen? Ach du Scheiße. Da steht jemand. Ich kenne das Model von dem Monster-Chat bereits. Das haben wir in einem anderen Spiel gesehen. Objective, get out. Aber dann gehe ich einfach mal raus, ne? Okay, ich gehe nicht raus, Chat, ich bleib hier. Ich ziehe hier ein, ich mag das hier, sieht eigentlich alles sehr, sehr heimisch aus. Könnte vielleicht, schlecht isoliert sein, sodass vielleicht hier Heizung recht teuer ist, ne? Aber wir müssen nicht unbedingt heizen. Wir können ja einfach uns im Winter dick einkleiden. Schön Decke drüber noch, zwei Hosen, zwei Pullover und dann passt das, denke ich schon, ne?
Da ist Fleisch. Da ist ein Fleisch. Er wollte gerade raus. Er wollte gerade raus. Ja, wir haben genug Hackfleisch auf jeden Fall. Vorrat ist da. Könnt Billy Mierschki machen und Mante. Oh mein Gott! Ich gehe in den Kühlschrank. Alles sehr unangenehm. Chat, ich habe keine Lust auf Jumpscare. Oh mein Gott, da ist ein Bild von einer Frau. Ich habe doch Angst vor Frauen. Die Puppe schon wieder. True, das ist SOS. Das ist der SOS-Code. Und das Verrater sucht nach Hilfe. Opa die Puppe? Die Seele von Opa ist in der Puppe? Waiting for you, call I'm sick, call I'm angry, call I'm desperate for your voice, listening to the song we used to sing, I remember. Butterfly, early summer, it's playing on repeat. It's like when we first meet. Na. Thank you.
der gerade näher? Ich glaube, der kommt näher. Ich kann nicht mehr zurück. Ich bin dieser Junge mit dem Ofen, wo der Vater auf der Trompete spielt und der Junge gegen den Ofen klatscht. Und der Großvater ist jetzt gestorben, das war der Trompetenspieler und ich bin der Junge, der jetzt erwachsen geworden ist. Und der ruft jetzt nach mir. Холодец. Kann ich irgendwie eine Taschenlampe bekommen oder so? Noch näher. Moment, der Topf ist auch neu, ne? Da ist Opas Schniedel drin. Einfach schnell durch. Tür zu. Moin. Das ist mein bester Freund hier. Aber was geben wir für einen Code ein? Was geben wir für einen Code ein? Ja, ich mag die Puppe auch. So Stück für Stück mag ich sie. Da ist ein Symbol. Ein blaues... irgendwas. You can hide under the bed. Hier ist das grüne Symbol-Chat. You can hide under the bed, but you can't hide from me. Sollen wir ein anderes Spiel spielen, Chat? Ich habe noch ein paar andere Spiele. Wir müssen das ja nicht unbedingt zu Ende spielen. Irgendwann anders mal. Oh! Ich wollte trinken, du miese Sau! Nein, ich lieg unterm Bett! Ich lieg unterm Bett, nein!
Okay, wir haben drei Symbole. Zwei Symbole. Beide sind in diesem Zimmer drin. Meint ihr, die anderen sind auch alle hier drin? Da. Da ist das rote Symbol. Okay. Und das letzte bootforcen wir, ne? True, mein Spiegelbild war weg. Drücken oder öffnet sich das von alleine? Okay. Das letzte war auf dem Tisch? Wo? Hier ist nichts auf dem Tisch. Taschenlampe. Ühnlamp. Geht's dir gut noch gut, Junge? Dem geht's, glaube ich, gar nicht mehr gut. Auf dem Buch dachte ich. Nee. Ist schon spät, ne? Wir können eigentlich uns hinlegen und jetzt schlafen gehen, ne? Da war gerade richtiges französisches Keg. Ich bin stolz auf dich. Ich habe was auf Französisch gesagt? Ich hab Französisch gesprochen. Jetzt ist mein Spiegelbild wieder da. Une lampe. Oh, das war Französisch. Moin! Du bist nicht mein Opa. Aber dir geht's absolut nicht gut. Ich weiß, wo dein Schuh ist, da hinten. Hier droppt's von der Decke. Strike. F. Das nächste Silent Hill. Ich komme nicht mehr raus, ich bin gefangen. Chatter kommt mich gleich holen. I buried him in concrete. You do not hear? Here? Here? Voice? Now I hear sounds from the dark. Hear voice in total darkness. Go to the voice. Die Stille macht mich nervös, Chat. Die Stille macht mich nervös. He doesn't like light. Besonders laut. Nein, Taschenlampe. Ganz schnell Taschenlampe wieder an.
Der Drip droppt halt Blut von der Decke. Da ist er. Dich jage ich mit meiner Taschenlampe. Ich krieg dich. Ich krieg dich mit meiner Taschenlampe. Verzieh dich. Verzieh dich aus dem Haus von meinem Großpapa. Besudel nicht seine Wohnung. This room stinks of a corpse. Die Leiche ist hier versteckt. Er hat die Leiche in die Matratze reingenäht. Wo ist Opis Leiche? Wieso schlägt mein Herz so schnell? Der Stimme folgen, Chat? Licht aus und der Stimme folgen? Mama. Ich habe Angst, zu lange das Licht auszumachen. Das klingt, als wäre es halt direkt irgendwo hier schon, ne? Closed. Da oben ist die Leiche vielleicht. Habe ich auch keinen Schlüssel. Und hier hört man keine Stimme. Die Stimme ist überall laut, egal wo ich bin. Okay, ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann auch nicht kriechen oder so. Ich kann zoomen, aber das war's auch. Hä? Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Oh, was mit meinem Gesicht passiert? Ja, ich könnte ganz lange das Licht auslassen und hoffen, dass ich nicht sterbe.
Stimme hört auf. Da ist ein Blutfleck. Oh, ich hab's gefunden. Es war wirklich hinterm Teppich, Kid. Was sagen? Finger plus Auge plus Zahn gleich Schlüssel. Muss ich jetzt die Zähne zählen, Chat? Warte, ich muss bei ihm das Auge zählen. Er hat nur ein Auge. Er bewegt sich ein bisschen. Also Finger war im Topf, da war auch nur einer. Aber was soll mir das sagen? Ich check den Hinweis nicht. Muss ihm das Zeug nicht bringen? Meinst du? Ich meine, wir können es probieren. Vielleicht kann ich jetzt mit dem Finger interagieren. Hallo? Hallo, was? Da ist der Finger. Jetzt gehe ich mit dem Finger zu ihm. Aber wo finde ich Augen? Und Zähne? Muss wahrscheinlich alle drei Sachen mitbringen, ne? Bitte. Hey, was? Ruhig. Okay, ich wollte zur Puppe und der Puppe die Augen rausreißen. Aber das geht wohl nicht mehr. Kann ich bei dir was ausleihen? Ja, bei dir kann ich was ausleihen. Eine Zange. War die hier drin? Ausleihen, ja, ich geb's zurück. Wo haben wir das gerade gesehen? Was war das? Irgendein Scheißegal. Brauchst du die Fingernägel? Nee, die Zähne, denke ich. Die Puppe, ja, bei der Puppe wollte ich vielleicht die Augen nehmen, aber der ist jetzt die Tür halt zu, ne? Ich kann es auch nicht identifizieren. Irgendwo, wo es rot ist. Hier ist rot. Und hier ist die Zange. Hab's. 1+1. Gleich rot. So, jetzt aber. Schön ein Haar nach dem anderen. Kann ich auch dein Auge haben? Ne, der hat gar keine, ne? Schade aber auch. Ja, die Augen bei der Puppe, aber... Mein eigenes Auge, Chat. Was ist denn da los? Das war nicht nacheinander, nee. Hier damit mein eigenes Auge rausstechen. Aber ich kann es nicht benutzen. Ah, wo gibt's denn Augen? I push my fingers into my eyes. It's the only way. Stop the egg. Dann halt mit Löffel. Ja, aber Löffel gibt's ja auch nicht. Ist das ein Hinweis? Wir müssen die Augen aus einem Bild rausholen. Oder wir brauchen kein Auge, weil er schon ein Auge hat. Was?
Vielleicht brauchen wir die Augen nicht, weil er schon ein Auge hat. Nee. Tja. Möchte einer von euch mir ein Auge leihen? Vielleicht dein Wasser oder so. Kann man hier vielleicht was abdrainen? Den Pömpel ziehen und dann ist dein Auge drin? Kann ich auch nicht. Nimm meins. Okay, stark. Wie hole ich das jetzt bei dir raus? Okay. Auf einmal ist hier alles weg. Und auf einmal ist es hier ganz schön riesig. Ich habe Angst, mich umzudrehen. Okay. Ich hoffe einfach, der hat sich da drin eingesperrt. Will momentan seine Ruhe. Und alles ist fein. Oh mein Gott! Da stand die miese Sau. Da hat mich angegrinst. Ja, dann lass mal dem Baby die Augen rausreißen. Da ist er. Ja, es tut mir doch leid. Jetzt guck mich nicht so traurig an. Ich muss hier irgendwie raus. Ich nehme dich mit, wenn du möchtest. Aber es tut mir doch leid. Okay, ich mache jetzt mein Licht an. Nein, das bleibt aus. Ah, okay. Und dann da rein. Ah ja, das ergibt Sinn. Okay, okay, und dann da rein. Ja, und dann Schlüssel. Ah, okay, das ergibt, ja, stimmt. Er ist stärker im Dunkeln. Wenn du die Räume alle beleuchtest, wird er schwächer und du kannst entkommen. Das ist der Schlüssel zu der Box unter der Decke. Das Ding ist aber, die gehen nicht! Wir haben keinen Strom! Amazon parkiert, blöd. Ah. Kerzen haben wir jetzt. Aber wir haben kein Feuerzeug. Hat jemand in dem Haus ein Feuerzeug gesehen? Vielleicht bei den anderen Kippen war vielleicht auch direkt Streichhölzer. Da oben waren Kippen, vielleicht ist da ein Feuerzeug. Streichhölzer, ist ein Streichhölzer? Nee. Mir gefällt die Musik absolut nicht. Ich hasse Musik. Ja, der Brede, der liegt, der hat doch bestimmt ein Feuerzeug. Nein, nein, keine zu Hause, lass mich in Ruhe. Hast du ein Feuerzeug in der Hose? Mein Spiegelbild ist wieder weg. Mein Spiegelbild liegt tot auf dem Boden mit einer Axt im Kopf. Keiner bedrohlich? Ist das meine Zukunft? Oh mein Gott, bitte,
Ich soll jetzt das Haus verlassen? Die Wohnung verlassen? Dann bin ich ja schon entkommen, oder nicht? Ich muss doch jetzt nichts anzünden. Ich kann doch jetzt einfach gehen. Ah, kann ich nicht. Ich bin in Silent Hill. Ja, ich bin in Silent Hill. Hasse den Silent Hill Moment. Immer komme ich hier wieder. Immer wieder komme ich hier an. Egal wo ich hingehe, egal welches Spiel ich spiele, ich komme immer bei Silent Hill an. Opa! Du? Hier? Hasse es, wenn ich in Silent Hill bin. Nervigste Scheiße, ja. Gestern Morgen aufgewacht, Silent Hill. You need to listen. Try again. Soll ich auf die Schritte listen? Okay, doch nicht. Die Schritte kommen halt von hier, also dachte ich, muss den Schritten listen. Hatte diese Interaktion mit dir und Ricky nicht schon einmal 1:1 stattgefunden? Nee. Du hast ein richtig geiles Déjà-vu gerade. Als wärst du schon mal in diesem Place davor gewesen. Ritsch auch runter. So, was soll ich jetzt listenen? Listenen. Hier ist jemand. Muss ich das listenen? Nö. Okay, ich muss das Richtige aus den Räumen wahrscheinlich raushorchen. Irgendwie Pyramid Head, der ein paar Ladies gerade vernascht. Hier sind Augen. Da höre ich nichts. Und es geht hier nicht mehr weiter runter. Gelistet, denke ich. Ich habe richtig gelistet. Würde mich vernaschen lassen. Vom Pyramid Head. Okay, ich habe nicht richtig gelistet. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich check's nicht, was ich listen soll. Vielleicht muss ich dafür die Taschenlampe ausmachen. Also der erste Step ist nach unten gehen. Jetzt mach ich mal Taschenlampe aus. Nichts zu hören. Solltest du nicht eigentlich Kerzen anzünden? Ja, aber ich brauche irgendwas, womit ich sie anzünde. Ich habe nichts zum Anzünden. Das ist ein sehr langer Arm. Da sind viele Hände. Sehr viele Arme. Oh mein Gott, wieso nicht so viele Türen? Bjarko, hörst du es? Alle fake. Dahinter ist nur eine Wand. Hör kann ich aber nicht mehr. Fahrstuhl vielleicht? X. Ja, Fahrstuhl. Okay, hier ist jetzt alles fleischig. Wir
gewesen in den Opas Darmtrakt oder so. Was macht Botrix im Twitch-Chat? Wer ist das? Er hat die Map hier nicht fertig gemacht, Chat. Wir können hier out of bounds gehen. Weiter. Da hinten, Chat. Kennt ihr den noch? Den haben wir in einem anderen Spiel gesehen. Das Spiel hieß irgendwas mit Floor. Floor 101 oder so. Und dann stand der Typ in einem Fahrstuhl. Ich aber meine Taschenlampe benutzen? Muss ich jetzt das Ding hier benutzen? Kann er auch die Hand vielleicht höher halten? I don't know, ob es ein free model ist, aber I guess. Oder vielleicht recht günstiges Model. Wo alle darauf Zugriff haben. Kann ich euch gleich zeigen. So darf ich meine Taschenlampe nicht mehr benutzen. Scam. Okay, nicht ganz. Er sieht ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, der ist an ihn inspiriert. Grau, was geht ab? Ich muss wieder horchen. Listen. You have to listen. You have to listen. Open your ears. Schönen Tag noch. Okay, wir sind wieder zu Hause. Opa, ich bin wieder da.
Mach die Taschenlampe an. Irgendwas. Mach das Feuerzeug an! Wieso ist die Tasche... Hier stand doch gerade... Ja, wie soll ich ihn besiegen? Light every room up, Digga. I light every room up, but... He claws the candles, Digga. Ist da ein riesiger Kopf vom Vorbeifliegen? Moin. Ist das alles unangenehm? Ja, draußen einfach Caleb. Okay, meine Kerze ist wieder da. Ist das alles unangenehm? Hey, mein Gott, das war die Tür, die ich geschlossen habe. Ja, ich weiß nicht, ob da die Kerze so smart ist, da zu platzieren. Ich glaube, wir fackeln gleich die ganze Bude hier ab. Oh nein, oh nein, oh nein. Nicht schon wieder alles rot. Bett, 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 Bett. Der Mann kann sich nicht bücken. Toilette. Er steht jetzt da. Er ist endlich zu seinem Schuh angekommen. Aber er zieht ihn nicht an. Zieh den Schuh an. Er steht genau neben dem Schuh. Nee. Er ist jetzt doppelt. Der hat auf beiden Füßen keine Schuhe. Oh mein Gott. Nein, was? Was? Nein. Chat, er pustet die wieder aus. Das zählt nicht. Ah! 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 Das zählt nicht. Er pustet die wieder aus. Das ist unfair. Ich dachte, der hat Angst vor Licht. Wieso kann er zum Licht so nah rangehen, dass er es sogar auspusten kann? Ich habe mich todeserschreckt, aber hoffe, euch Hasen geht's gut, Melody. Ich auch, ich auch. Und Dankeschön. So eine Kerze halten oder so? Nein?
Tiptoes gehört? Ja, wir haben doch jetzt überall eine Kerze, oder? Fehlt noch irgendwo eine Kerze? Ja, da in dem Raum fehlt noch eine Kerze, ne? Zwei Kerzen sogar noch. Wo packe ich da noch eine andere? Oder ich muss wirklich noch hier irgendwie die Kerze platzieren. Aber wo? Da, okay, da. So, und da die letzte. Und dann haben wir es. Okay. So, letzte Kerze, Chat. Dann haben wir ihn besiegt und können fliehen. Problem ist, er ist im letzten Raum drin, oder? Ja, er steht da, ne? Bedrohlich! Okay. Kerzen sind alle an. Ich kann jetzt einfach zur Tür gehen. Ja, ist offen. Wir sind befreit, Chat. Hey. Leider habe ich das Album jetzt nicht bekommen. Das ist natürlich jetzt echt schade mit dem Album, ne? Aber scheiß auf das Album, ne? Ich habe mein Leben. Und das ist das Wichtigste. Ich darf doch jetzt gehen, oder? Ich darf doch jetzt gehen, oder? Bjarko, ich darf doch jetzt gehen, oder? Bjarko, ich darf gehen, oder? Ich darf nicht gehen, Chat. Ich darf nicht gehen. Ich bin genau wie mein Opa hier verloren. Das war aber actually gut, ne? Atmosphäre war sehr cool. Ich mochte den Treppenhaus-Part nicht, der in der Mitte kam. Mit diesem komischen PT-Scheiß. Der hat irgendwie nicht so reingepasst. Aber alles andere war sehr cool. Die Atmosphäre, der Build-up. Auch nicht zu viele Jumpscares. Und die, die es gab, die waren halt nicht irgendwie laut und schnell. Sondern allein sowas wie mit die roten Dudes da, die auf dich zugehen und sowas, ne? Die Puppe, die kurz unter das Bett schaut und so. War schon alles sehr cool gemacht. Das war schon actually ein cooles Spiel. Sehr intensives, kurzes Spiel. Und ich glaube, ich habe damals, als ich das andere Spiel gespielt habe, wo auch irgendwie derselbe Gegner vorkommt, da habe ich, glaube ich, sogar dasselbe zu dem Spiel gesagt. Kurz, aber intensiv. Vielleicht ist das dasselbe Entwickler. Boah, wie hieß das denn nochmal? Hier, das war das. Das ist sogar dasselbe Treppenhaus. Oh lol, jemand hat einfach sein Spiel geklaut. Das war das Wrong Floor. Ist sogar dasselbe Treppenhaus. Also ich habe einfach das Fake-Game davon gespielt. Da, da ist wieder der Typ.
Das war recht kurz, aber ganz cool. Aber ja, er hat quasi einfach sein Game geklaut. Also du warst da halt nicht im in dem Haus unterwegs von dem Opi, sondern du warst nur in diesem Treppenhaus und dann im Keller. Im Keller musst du mit dem Fahrstuhl runterfahren und dann gab es eine Stelle, wo der Fahrstuhl aufgeht und dann steht der Typ da. Und ich habe das gespielt und habe gesagt, da sieht man, im Thumbnail sieht man denselben Typ. Hab's gespielt und habe gesagt, ja, ist eigentlich ganz nett. Und wusste nicht, dass ich einfach die Fake-Variante gespielt habe. Wow. Wow.